Hallo Leute, ich bin Miriam und ich habe heute Dilla besucht, eine der meiner Meinung nach spannendsten Produzentinnen und Sängerinnen, die es zurzeit so gibt. Und um sie besser kennenzulernen, war ich mit ihr in ihrem Studio, besser gesagt in ihrem Schlafzimmer und in ihrer Stammkneipe. Falls ihr übrigens mehr Folgen von Diffus Untergrund sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal, liked das Ganze und macht den ganzen anderen Kram. Ihr wisst schon, was ihr tun müsst. Aber sie tanzt in Sorgen davon und sie kann den Sorgen entkommen. Und sie ist high, sie schwebt ohne Gewicht, aber es ist dunkel und sie hofft auf etwas Licht. Ludilla, was geht? Was geht? Schön, dass ihr da seid, Leute. Willkommen in meiner feinen Stube. Also wie kommt es, dass so viel hier in deinem Zimmer stattfindet und nicht klassisch in einem Studio, wo du ja auch die Möglichkeit hättest? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe echt was gegen Studios. So generell, immer wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es so, weil da Leistungsdruck ist und weil ich dann das Gefühl habe, ich gehe da nicht hin, um so Kunst zu machen oder so. Auch wenn jetzt meine Musik nicht gerade nach Kunst klingt, aber es fühlt sich auf jeden Fall danach an. Und wenn ich halt in so einem Studio bin, wo dann auch noch andere sind in dem Gebäude oder so, oder ich dann dafür bezahle oder so, denke ich mir halt, okay, jede Minute zählt. Ich finde es hier einfach viel gemütlicher, weil ich kann halt machen, was ich will. Und wenn ich dann doch keinen Bock habe, Musik zu machen oder so, dann kann ich halt einfach machen, was ich will hier. Und ich bin ungestört. Und du wohnst ja auch nicht alleine, du wohnst ja mit Emmy zusammen. Ich wohne mit Emmy X zusammen. Mhm. Shoutouts. Ich glaube, die joint uns auch nachher. Das war auch ultra lustig. Wir haben uns einfach auf WG-Gesuch kennengelernt. Ach so. So 2 Wochen, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Weil ich eigentlich in Freiburg Musikproduktion studiert habe. Aber es war kacke. Und dann dachte ich mir so, okay, mein Lieblingsdozent meinte, Bro, wenn du in Deutschland bleiben willst und erfolgreich mit Musik sein willst oder generell einfach weitermachen willst, zieh einfach mal nach Berlin und schau. Und ich dachte mir so, honestly, was habe ich zu verlieren gerade? Und dann habe ich in Berlin diese Wohnung gefunden. Einfach, ich hatte so Todesglück und es tut mir auch low-key ein bisschen leid. Und dann dachte ich mir so, okay, ich brauche jetzt jemanden, der mit mir hinzieht. Und dann habe ich auf WG-Gesuch geschaut und einfach Emmys Profil gefunden. Ich weiß das wirklich noch genau. Ich saß in Freiburg und ich war so richtig verzweifelt, weil ich mir dachte, ich will wirklich nach Berlin ziehen, aber ich weiß nicht, ich brauche jemanden. Und dann stand auch in ihrem Profil irgendwie, sie interessiert sich für Philosophie und so Musikproduktion, Beats machen und so Zeugs. Da hat sie es tatsächlich noch auf ihrem iPad auf GarageBand gemacht. Mittlerweile hat so Logic, habe ich sie angesteckt. Genau, und dann sind wir 10 Tage später oder so zusammengezogen. Und seitdem wohnen wir zusammen und das ist utopisch. Also ich kann immer noch nicht ganz glauben, dass das über WG-Gesuch passiert ist. Okay, jetzt wo du es schon selber ansprichst, ich habe eigentlich seit Jahren gar keinen Bock mehr, immer über das Thema Frauen in der Musikbranche zu sprechen, aber... Check ich. Ja, eigentlich das Thema Produzentin finde ich ist schon nochmal so nochmal ein Thema für sich, weil das da, glaube ich, den allergrößten Mangel gibt. Mhm. Deshalb jetzt, wo du es schon angesprochen hast, let's go. Ja, ja, ja. Wie war das denn für dich am Anfang? Also hast du das Gefühl, es war schwer, da überhaupt irgendwie sowas wie Vorbilder oder so zu finden? Oder Leute, die es einem quasi vormachen, dass man danach gehen kann? Ja, ich habe es halt so ein bisschen, das Thema war mir so ein bisschen egal, bis ich halt dann irgendwann gemerkt habe, Digga, ich war jetzt in 6 Sessions oder 7 und es sind nur Kerle. Ich habe noch nie mit einer anderen Frau gearbeitet. Und da, das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Ich habe auch in Freiburg studiert eben, da waren auch nur Kerle in meinem Studiengang. Ich war die einzige Frau und es war Musikproduktion, wo ich mir so dachte, holy shit. Und ich habe manchmal das Gefühl, jetzt not to be irgendwie offensive, aber dass viele Musikproduktionen auch so als Rocket Science verkaufen und zu sagen, das ist halt übertrieben schwer und trau dich da nicht ran, ich mach das lieber für dich und so. Ja, ich habe schon oft Leute gesagt, so für eine Frau bist du echt krass zu produzieren und ich dachte mir so, ah! Das heißt jetzt nicht, dass man gar nicht mehr mit Kerlen zusammenarbeiten soll. Es gibt so viele, die das auch richtig drauf haben und da voll korrekt sind. Deswegen finde ich, dass die Thematik eben super schwer, weil man dann so voreingenommen ist und sich denkt, oh, schon wieder mit einem Kerl in einer Session. Aber du weißt halt nicht, ob das vielleicht die Session ist, wo ihr beide so auf einer Wellenlänge seid, dass so ein richtig krasser Hit dabei rauskommt, weißt du? Deswegen, man sollte einfach drüber nachdenken und aware sein, aber sich davon nicht einschränken lassen. Der nächste Track heißt Mario Kart. Viel Spaß! Und wie war so der Verlauf bis heute? Vielleicht kannst du es so ein bisschen skizzieren, weil es ist immer ganz spannend zu sehen, wie Produzentinnen und Produzenten
überhaupt so angefangen haben und so weit gekommen sind. Ich habe meine ersten Erfahrungen mit Musikproduktion von einem Freund von mir, einem Alten, gemacht. Bei dem habe ich so ein bisschen einfach über die Schulter geguckt, weil der brauchte halt meine Stimme für ein Uni-Projekt oder so. Und der hatte auch Logic und da hatte ich so meine ersten Einblicke und hatte aber irgendwie gedacht so, ich kann das auch selber. Und dann war ich in Berlin und ich habe halt immer nie, ich habe nie aufgehört, mir diese Sachen beizubringen, zu schauen, wie man sie benutzt. Dann habe ich Timmy kennengelernt. Von dem habe ich dann auch noch ein paar Hacks mir abgeguckt. Habe dann aber so recht schnell meinen eigenen Stil entwickelt und dann kam Horoskop, dann kam Unter ihrem Dress, ist ja dann auch durch die Decke gegangen. Wir haben nicht auf Soundcloud released davor, so andere Lieder. Und die hatten so 3000 Streams und ich war schon so, Digga, 3000. Und dann hatte Unter ihrem Dress am ersten Tag 20.000 Streams und ich hab mir fast in die Hose gepinkelt. Emmy und ich waren wirklich so, am Ende, wir saßen so beide sprachlos da und waren nur so, was passiert hier gerade? Und dann irgendwann haben wir einfach weiter released und dann habe ich meine eigenen Sachen noch, die ich da hatte, released. Ja, so ist das einfach passiert. Es ist wirklich, es ist einfach passiert. Aber ich wusste irgendwie mein ganzes Leben lang schon, dass ich Musik mache. Und es gab nie eine andere Option. Und ich habe das absolute Glück, dass ich eine Mom habe, die das sehr, sehr supportet hat, die ganze Zeit. Aber du meinst, es war für dich schon immer klar, dass es eigentlich nur Musik schon sein kann? Immer schon. Stand noch nie irgendwas anderes drauf? Ich habe einmal kurz gedacht, vielleicht Jura. Wirklich, einmal kurz komplett opposite, weil ich halt super gerne diskutiere und so Zeugs. Und es war irgendwie nie was anderes, kam in Frage. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen Gitarre, ein bisschen Klavier, alle todesgenervt. Mein armer Bruder, dass der das ausgehalten hat. Dass ich da morgens schon, sobald ich aufwache, mich ans Klavier setze und irgendwas rumplärre. Und da konnte ich ja noch nicht mal irgendwas so mit fünf, weißt du. Kriegt man nicht mal einen geraden Ton raus und dann in Musicals gesungen und so Zeug. Und meine Mama hat mich da auch immer hingepusht, meinte so, ey, das wird cool. Geh da mal zu einer Audition oder so. Und dann hatte ich echt the time of my life. Und dann war mir immer klar, ich bin am glücklichsten, wenn ich Musik mache. Und jetzt kann ich einfach Musik machen, wann immer ich Bock drauf habe. Und kann davon sogar meine Miete zahlen. Das hätte ich nie gedacht, aber nun sind wir hier, nicht wahr? Deine Haustürschlüssel sind verstaut und mein kaltes Herz ist aufgetaut. Und wir gaben uns die Hand darauf, dass es keiner ahnt, darauf, dass wir beide weglaufen, wenn es nicht mehr hinhaut. Mit dir gegen die Welt, gegen den Strom, egal ob mit oder ohne Geld. Mit dir gegen die Welt, gegen den Strom, ja, wir schaffen das so. Vielleicht kannst du mal erkennen, wie du, also hast du so einen Arbeitsablauf? Selten den gleichen, aber ich fange meistens eigentlich an mit Bass oder Synth. Und ich benutze eigentlich nur Logic-Sachen, was ein bisschen peinlich ist, weil mittlerweile sollte ich mir mal erlauben, mir geile Plugins zu kaufen. Also meine Produktionen sind halt echt eher simpel, was die Instrumente angeht, aber was die Vocals angeht, ganz im Gegenteil, da raste ich nämlich immer ein bisschen aus. Kirchenchor-Type-Shit. Also es ist so, ja, ja, voll, volle Kanne. Das ist ja auch ein bisschen meine History. So Kirchenchöre und Harmonien und so, das hat mich immer schon so fasziniert. Und deswegen raste ich halt auch immer vollkommen aus, was so Vocals angeht. Aber deine ganzen Vocals nimmst du auch hier auf? In einem Schrank? Diese Mic hier. Ich habe dieses Teil hier unten, das schraube ich da dran und dann. Es bringt auch nicht so viel und meistens noch so eine Decke über mich drüber, wenn ich alleine bin, damit es halt so ein bisschen, aber es bringt auch leider nicht so viel. Auch ich habe einen Song zum Beispiel mit Tanglord gemacht. Auch da habe ich zum Beispiel Operngesang einfach mit rein integriert. Das kann ich einfach ganz kurz zeigen, die Stelle. Ich finde die Mischung bei dir einfach so spannend, auch so teilweise einfach YouTube University. Ja. Und dann aber so eine relativ klassische Ausbildung. Das ist aber auch irgendwie. Das so klingt's auch, weißt du, so ein bisschen billig und einfach nicht so gut. Das sind alles, zeige ich euch nicht.
Ich sage auch gerne Underground-Schlagersound mit musikalischen Seitensprüngen. So ein bisschen eine gute Beschreibung, weil ich echt versuche, so jedes Genre einmal auszuprobieren. Das ist eben genau das Ding, ich mache einfach, worauf ich wirklich Bock habe. Und ich hatte in dem Moment, dachte ich mir so, jetzt ein fetter Opernchor. Wäre zwar überweird, aber würde bestimmt richtig krass auf dieses Techno-Ding kommen. Mhm. Und deswegen, weil ich eh so Chöre und so Shit einfach absolut liebe und sie zu arrangieren und so Zeug, dachte ich mir, das ist eigentlich eine geile Sache, das mal auszuprobieren. Und es hat funktioniert in vielen Fällen, manchmal natürlich auch nicht, aber dass man einfach mal die verschiedenen Sachen, die man Bock hat, die, von denen man sich beeinflussen lässt, ausprobiert selber und was Neues daraus macht. Von Rot zu Grün, aus Münzen werden Scheine auf der Avenue. Große Schritte werden kleiner, ich bin abgekühlt mit Aperol am Meer und warte, ob ich irgendwann mal aufwachen werde. Von Rot zu Grün, aus Münzen werden Scheine auf der Avenue. Große Schritte werden kleiner, ich bin abgekühlt mit Aperol am Meer und warte, ob ich irgendwann mal aufwachen werde. Willkommen in meiner Stammkneipe, in der ich jetzt aber länger nicht mehr war, weil ich gerade eine Alkoholpause gemacht habe. Ist einfach zu casual, weißt du, zu sehr, okay, trinken wir mal hier ein Bierchen, da ein Bierchen. Ich dachte mir, es wäre mal ganz gut, wenn ich bisschen chille. Aber jetzt finden wir uns trotzdem hier wieder und das ist das Magische an dieser Bar. Denn man entkommt ihr nicht. Fand ich spannend, weil du hast ja einmal das Projekt Amadea und einmal Dilla. Und da frage ich mich, wie sich diese zwei Figuren unterscheiden, außer obviously, dass die eine auf Englisch ist und die andere auf Deutsch. Ich weiß nicht, Dilla, in dem Projekt habe ich so einen sehr eigenen Sound gefunden, so einen sehr schnell Technoid. Und bei Amadea war es immer eher so Indie-Musik. Das ist aber nicht so mein Herzensprojekt. Das werde ich auf jeden Fall irgendwann wieder aufwärmen und meine eigenen Sachen droppen. Ich mache auch immer noch englische Musik, so es würde nie aufhören. Das war ja der Ursprung auch, aber ich konzentriere mich gerade eher auf Dilla, weil es auch mehr Spaß macht einfach gerade. Mhm. Ja. Aber inhaltlich hatte ich auch mal das Gefühl, dass Amadea schon ein bisschen deeper ist nochmal als Dilla. Voll, also Amadea ist eher so ein bisschen so emotionale Indie-Girl, das gerne weint und Selbstmitleid hat. Und Dilla ist eher so witzig, bisschen ironisch, nicht zu ernst, einfach alles mit einem Grain of Salt nehmen, mit einem kleinen Augenzwinkern und dann, das ist eher Dilla, also sehr sich selbst hops nehmen, ist ein bisschen eine gute Beschreibung dafür. Mhm. Ja. Okay, wir wollen nochmal kurz einen Schritt zurückgehen zu so deinem Aufwachsen. Bist du denn in einem musikalischen Umfeld groß geworden? Voll. Also ich hatte immer sehr viele musikalische Einflüsse. Meine Mutter hat sehr viel Musik gehört, obviously. Auch sie erzählt mir immer ganz gerne, sie ist sehr viel in die Oper gegangen, als sie mit mir schwanger war. Und so ist auch meine Namensgebung zustande gekommen. Weil mein Vater damals in der Bonner Oper gesungen hat und er ist Opernsänger, versteht sich. Und deswegen war sie da sehr, sehr viel in der Oper und in klassischen Konzerten, aber auch unabhängig von ihm. Und dann fand sie den Namen Amadeus auch so schön und ich bin sehr zufrieden mit meinem Namen, also sehr gut. Aber ja, ich bin im sehr musikalischen Umfeld auf jeden Fall aufgewachsen, ja. Aber was würdest du sagen, wenn man jetzt so die ganzen letzten 21 Jahre Revue passieren lässt, was für Einflüsse hattest du? Egal, ob es jetzt andere Musiker waren, MusikerInnen, was Philosophisches, alles Mögliche. Ich war auf jeden Fall immer ein richtig großer Fan also als Teenie und als Kind, so 10 bis 14 würde ich sagen, von so diesen großen Popstars, von diesen Power Girls, die einfach so, ich weiß nicht, Rihanna, Lady Gaga, Ariana Grande, hatte ich eine ganz schlimme Phase, habe ich mir auch immer so einen hohen Zopf gemacht, weil ich es so cool fand. Dann aber auch so Jazz-Ikonen, so Nina Simone, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, so die ganzen Klassiker. Die waren für mich immer so, ich habe die gesehen und war so, irgendwann will ich auch auf dieser Bühne stehen und so ein fettes Publikum für mich begeistern können. Und dann war ich eben das erste Mal so auf Bühnen bei Musicals und so und habe dann halt gemerkt, wow, das ist genau das, was ich mäßig gesucht habe und genau das, was mich erfüllt, und habe dann nie wieder damit aufgehört. Hallo, wer ist da? Habt ihr alles am Start? Wer macht Mucke? Wer hat Alk? Es wird eine lange Fahrt. Vollgas, linke Spur, es wird nie wieder dunkel. Vollgas, linke Spur, bis unsere Augen funkeln. Vollgas, linke Spur, es wird nie wieder dunkel. Vollgas, linke Spur, bis unsere Augen funkeln. Wir nähern uns von Licht, wir machen Fotosynthese. Der Himmel immer rot, wie bei guter Bolognese. Sinnhafter Absturz, Gott bitte vergebe. Wir brauchen Licht für die Fotosynthese. Schön, dass du hier bist, Mausi. Ja, es freut mich so. Schön, dass du hier bist. Okay.
Das ist auf jeden Fall die famose MX. Von der schon mehrfach gesprochen wurde. Okay, aber wie habt ihr euch kennengelernt? Du meinst auf den ersten Text? Jetzt müssen wir auf die erste Sprachnotiz. Auf die erste Sprachnotiz. Ja, ich habe nur so gesehen, in meinen Anfragen schickt mir so irgendein Girl 6 Sprachnotizen. Und ich dachte, es wäre halt so, hey, ich habe da so ein neues Geschäftsmodell, so mäßig. Ich hätte eher gedacht, so ja, I'm coming to you as a woman, dein Ex-Mann. Oh nein, oh mein Gott. Also ich hätte an sowas gedacht. Nee, ich glaube, sie dachte, ich will ihr Feuchtigkeitscremes verkaufen. Ja, so. Ja. Und dann dachte ich so, ja, kann man ja mal reinhören, vielleicht ist das ein gutes Angebot. Und dann so in der ersten Memo so, ja, Wohnung in Berlin. Und ich war so, ja, perfekt. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich bin dabei. Direkt, glaube ich, meine erste Nachricht. Und, so, ja. Und das ist unsere Love Story. Geht's besser? Wirklich, ich check auch nicht. Das kann kein Zufall sein, weißt du? Geht nicht. Und dann mit Horoskop noch und Photosynthese, der jetzt im Sommer so seinen Peak hatte, ist immer noch nicht so ganz zu glauben, dass wir zwei, die vor 2 Jahren zusammengezogen sind und ein bisschen Wein getrunken haben und so auf einer Tastatur ein bisschen wie boop, boop, boop gemacht haben, jetzt auf einmal so, keine Ahnung, Leute machen so den Song an bei Hauspartys oder hören den so. Keine Ahnung, in Bars läuft der teilweise. Wenn ihr so 3 Goals, sei es jetzt privat oder musikalisch, beruflich, whatever, nennen müsstet für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, was wären das für euch? Ja. Ich weiß nicht, wie soll man sagen, ich will davon leben können. Und wenn das so weitergeht, dann bin ich top zufrieden. Und halt, keine Ahnung, Leuten damit was geben. Wenn ich so Nachrichten bekomme, wie so, keine Ahnung, Photosynthese hat mir den Sommer gerettet oder Mario Kart hat mich über die Trennung von meinem Ex gebracht, dann denke ich mir so, ja Mann, das war's schon wert. So der ganze Hassle, wenn es so Leuten was gibt, ist halt ein bisschen die Klischee-Antwort, aber es ist halt einfach so. Das ist die größte Genugtuung, die man, glaube ich, als Künstler bekommen kann. Mein Studium beenden, das ist ein Goal. Wie lange ich dafür brauche, ich lasse mir erstmal Zeit. Ich chill. Okay, das war's. Dankeschön. Bis bald. Vielen Dank. Ach ja, ich gehe im März auf Tour. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Vielleicht bin ich auch wenn nicht, dabei. Dann nicht. Aber wenn doch, kommt vorbei. Tickets gibt's auf krasser Stoff. Okay, cheers.